Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Na, super. Dann, was ist mit Gretka? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Du wirst es mir doch wohl sagen. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Ja gut, und warum soll ich dir vertrauen, nach dem, was du mit Jaren gemacht hast? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ja, das hast du sie geschafft. Schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Habt ihr Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem
Kram beschäftigt. Auch wie immer. Bin mir nicht sicher, ob er da so recht hat. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe schon ein bisschen in den Dialog mit reingeredet. Ich wollte jetzt nicht da einfach die Geschichte sozusagen neu fortsetzen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Ja gut. Also ich würde einfach nur gern noch kurz erzählen, dass ich jetzt eine neue Folge begonnen habe. Ohne es so wirklich anzukündigen. Aber gut. Schauen wir uns doch mal an, was wir so in ihrem Zimmer finden. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Bin ich gerade durch die zuende Tür gegangen? Ich bringe nichts durcheinander. Ich nehme nur ein bisschen was mit. So als Pfand. Kann ja nicht schaden. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Interessant. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Schauen wir doch mal. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Auf der anderen Seite steht der Schrank. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Interessant, dass er von einem Kampf redet, wo wir noch gar nicht mal wissen, dass es ein Kampf war. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ja, zeig dich doch, mein lieber Geruch.
ist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Ach so, in Tamaras Zimmer nichts, oder wie? Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Ja, ich auch ganz gern wissen. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Ja gut, dürfen wir den Brief von Tamara auch lesen? Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deine herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft. Und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. So, dem Geruch folgen wir auch gleich noch. Ich würde gerne erstmal hier noch reinschauen. Und wir lassen hier ja auch nichts liegen. Wäre ja zu schade. Schauen wir uns das hinführt. Ganz nach unten. Du musst nicht so schniefen. Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Dann weck ihn mal. So graue Haare, Süße. Alles klar. Was? Geht's denn hier hin? Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ewiges Feuer, dass du unser Herz erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Interessant, sie wünscht sich also, dass der Baron bestraft wird. Aus welchem Grund auch immer. Kann man hier noch irgendwo rein? Oder ist das hier abgeblockt? Wieder nach oben. Dann schauen wir, dass wir vielleicht zwischen den Folgen einfach mal die Sachen verkaufen können. Noch eins nach oben. Na, mein Lieber. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort.
Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Na super. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ach nee. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Gut. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Vielleicht schauen wir das noch, während wir überlastet sind. Naja, zuerst vergebe ich mal die Punkte. Ach, klasse. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir müssen hier 8 Stück vergeben. Hier mal noch welche und bis hier rein. Naja, und wenn wir schon mal hier sind, wir haben nur ein grünes Mutagen. Ach komm schon. So, falsche Lichtung. Hier geht's raus. Sein Lager. Können wir schon mal diese Hand verstauen? Die wird. Ciri war also hier. Ah, ein Tagebuch. Damit wir dann später mehr unsere Sachen ausstellen können. Das ist unser Standardschwert, unsere Standardschuhe, unsere Standardjacke. Die anderen Sachen haben wir ja noch nicht ausgezogen. So. Dann die Pfeile brauche ich nicht. Und die ganzen Runensteine. Kleiner, 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 kleiner und kleiner. Nenne ich die mal alle los hier. Und hier haben wir hier auch, ja, das sind kleine. Das ist auch ein kleiner. Gut. Mal schauen, vielleicht sind wir jetzt nicht mehr überlastet. Ah, perfekt. Interessant. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Bin ich nicht drauf gekommen von der Farbe her. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredeburt. Wo hatte Ciri das her? Werden wir gleich mal nachschauen. Ich hoffe, ich finde es jetzt gleich. Na, klasse. Ziehe das Öl. Auf dem Platz ein Stahl- oder Silberschwert. Ja, geil. Ich habe aber gar kein Öl, Mann. Dicker. Egal. Ich hoffe, wir können das einfach ignorieren. So, die natürliche Unklarheit von Flüchen. Ah, meine lieben Freunde Philipp und Anna, von Graf Lagoevre, Kulturminister des Königreichs Timerien, Wysima 1265.
Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Ansichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. Wo sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet? Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Varacruz-Leon Reinigung vor allem negativer Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. So. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Schau doch mal. Ziris Zimmer, ist das eine Nebenquest? Dann machen wir die noch schnell, weil wir schon mal hier sind. Tötest du die Monster? Alle? Ja. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Schön. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welcher Freund? Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Wird mir was Neues, dass sie einen Freund hat. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Fragen wir nochmal, ob sie weiß, wo Ciri ist. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Naja, ein Smaragd wahrscheinlich. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Schwalbe. Dornengestrüpp. Hört sich schon an, als wäre sie halb erwachsen. Und es ist schon wieder Nacht geworden. Machen wir uns doch nochmal auf den Weg zum Weideberg. Ich bin ins Dorf wegen der Steuern und der hat einen Nebel durchgenommen. Jawohl, wir können uns erstmal um die Quest hier kümmern. Barriera, Baratonga. So. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Jetzt alles so zu lesen. So. Gwind. Neue Spieler gesucht. Die Gauner, eine Gwind-Spielergemeinschaft in Krähenfels, sucht neue Mitglieder. Und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Auftrag: Bestie von Ehrendorf. Gute Leute. Bei unserem schönen Ehrendorf treibt sich ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Sobemir, dem Ältesten. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert.
Hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krähenfels. Wir haben hier auch einen Schmied, dann können wir vielleicht mal die ganzen witzigen Schwerter gleich noch verkaufen. Wie kann ich helfen? Ich wusste gar nicht, dass ich einen Meisterschmied suche. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Wenn es ginge... Naja, wir wollen jetzt nicht unverschämt werden. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, anders wird es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ja, gut. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Ich bin ja auch nicht immer in Skellige. Wie kann ich helfen? So. Wir wollen noch schauen, ob wir was verkaufen können. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So. Und weg mit dem ganzen Lachs hier. Und wir sind weg. Leb wohl. Sollt uns merken, dass der viel Geld hat. Ja. Und auf jeden Fall werden wir dann auch den Weideler aufsuchen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt.